Hey ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Ich bin mal wieder in meinem, ja, gewohnten, wunderschönen Look, aber wir werden ganz kurz ein bisschen hier das Pferd wechseln, weil so kann das ja nicht aussehen. Wir haben unsere Strafe wirklich ausgesessen und sind in diesem wunderschönen Outfit rumgeritten. Ich habe es auch heute früher geschafft. Es ist heute 22:02 Uhr. Das ist früher als sonst. Und dementsprechend bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Wir machen heute was, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Aber zuerst mal suchen wir uns unser wunderbares Pferd. Und zwar nehmen wir da Blaze. Denn wir brauchen jetzt einfach nur ein Pferd, das, oh Gott, schnell genug ist und mit dem wir einfach keine Einbußen haben. Und ja, leider, leider, leider sind wir sehr langsam, weil ich mein Pferd natürlich wie immer nicht gepflegt. Aber egal. Egal. Wir suchen uns jetzt ganz schnell ein Outfit aus und dann können wir auch schon starten. Leute, das Outfit ist ja schon echt schön. Also ich lieb's. Ich liebe diese neuen Sets und konnte mir sie leider auf dem Reitsportfestival nicht leisten. Egal. Wir werden jetzt aber noch eine andere Frisur uns drauf machen. Einfach so. Und wir nehmen diese Frisur, weil ich die ja schon eine Weile nicht mehr drauf hatte. Und ich liebe eigentlich die Zöpfe am meisten in Star Stable, weil es auch die Frisur ist, die ich auf dem Pferd am meisten trage. Gut, und jetzt können wir auch endlich starten. Zuallererst müssen wir mal ganz kurz noch die Helligkeit ein bisschen hochstellen, beziehungsweise die Tageszeit, weil ich sehe hier nämlich gar nichts. Und so soll es ja nicht sein. Und jetzt schauen wir mal, wo wir denn überhaupt hin müssen. Denn es ist sehr lange her, seitdem ich das letzte Mal auf diesem Account gequestet habe. Ich bin Level 16 seit Monaten. Wir müssen nach Fort Pinter und das werden wir jetzt ändern. Ich werde euch natürlich nicht die ganze Zeit mitnehmen, sondern nur zu den spannenden Parts. Aber wir werden jetzt gemeinsam ein kleines bisschen leveln. Und ich lade euch herzlich ein, auch zu leveln oder zu questen während diesem Video. Also genau jetzt setzt euch in SSO und macht das, was ihr am wenigsten gern macht. Also entweder leveln oder questen. Je nachdem, vielleicht habt ihr auch gar keine Quests mehr und zieht mit mir zusammen durch. So, wir starten. So, hier sind wir auch schon richtig, denn hier ist irgendwie so ein GED-Boot. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat, aber ich entschuldige mich. Ich werde es nicht vorlesen. Und nein! Was ist das jetzt schon wieder für ein Fail? Schaut! Oh, Auftrag Missglück! Du musst dein Anfangspferd benutzen. Wir können gerade wieder zurückreiten und unser Anki rausholen. Oh, ich lieb's einfach. Das ist mir schon mal passiert und ich habe es vergessen. Na gut, dann werden wir uns jetzt einmal umziehen und unser Anfangspferd nehmen und dann gehen wir nochmal los. So, ich bin wieder fertig und musste mein ganzes Outfit wechseln, weil dieses Pferd einfach gar nichts tragen kann. Das ist jetzt mein Anfangspferd und wir sind jetzt einfach hier zurück in Pink und kehren jetzt zurück nach Fort Pinter, damit wir jetzt endlich die Story-Quest anfangen können. Es ist schon so viel Zeit vergangen. Es ist einfach 22:12 Uhr schon. Ich habe 10 Minuten verschwendet, einfach nur, weil ich mein Anfangspferd nicht dabei hatte. Aber man braucht halt auch Style. Es muss jetzt schon kurz sein. Und wir sind auch endlich da. Jetzt ist auch ein Championat, aber egal, das reiten wir jetzt nicht. Das ist jetzt Green Tea, genau, und jetzt können wir endlich starten. Ja, Besonderes an sich, okay, bla bla bla. Aufbruch, aber wohin brechen wir eigentlich auf? Das wäre vielleicht. Oh, Hauptquartier. Darkor Insel. Leute, wir müssen unbedingt den Sound anmachen, weil das ist irgendwie bei den ganzen Quests so ein bisschen bleibt das außen vor. Das machen wir jetzt gleich mal als erstes. Okay. Es sollte eigentlich jetzt gut sein mit der Lautstärke, aber ich höre gleich selber nochmal rein. Und dann hören wir mal Alex zu, was sie da zu berichten hat. Ich habe die Lautstärke gecheckt. Die passt soweit, zumindest wenn man die Kopfhörer hört. Es ist mal ein bisschen schwierig, das für die Kopfhörer und ohne Kopfhörer Leute gut zu machen. Weil wenn es zu laut ist, dann ist es für die Kopfhörer Leute echt doof. So, leise voran. Mit Pferden ist man jetzt natürlich nicht so leise, aber let's do this. Das Gute ist, hier sind einfach keine GED-Mitarbeiter, oder? Perfekt! Easy, da rennen wir einfach kurz durch. Aber es ist irgendwie gruseliger, wenn da niemand ist. Nein, ich sehe keine Wachen. Seltsam, ich finde es gut, weil sonst hätten wir keine Chance mit den Pferden. Und wir reiten jetzt auch weiter. Gar nicht risky, hier rüber zu reiten, aber da können wir doch eigentlich ein schönes Profilbild machen, Leute. Das ist doch mal was. Okay, also. Ich hoffe, ich kann ein bisschen vorreiten. Mir ist das nämlich ein bisschen zu langsam. Deshalb reiten wir jetzt einfach. Oh nee. Oh, wo um Himmels Willen sind die Wachen alle hin? Bla 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 bla. Okay. Ja, okay, wir müssen. Ich dachte schon, sie sagt, wir reiten zu weit vor. Aber nee, das funktioniert. Wir reiten jetzt nach vorne.
Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Ja, Leute, da ist wohl eine Wache und wir gehen jetzt gleich rein. Oh, ich liebe diese Quest irgendwie auch schon. So, jetzt bin ich gespannt. Story Quest, bla 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 bla. Okay. Ich empfehle es euch übrigens zu lesen, es ist spannend, aber ich habe die Story Quest schon mal durchgespielt auf einem anderen Account und lese sie natürlich jetzt nicht doppelt. Wenn ihr vorgelesene Questfolgen haben wollt, dann seid ihr, glaube ich, bei mir falsch. Aber keine Wachen hier am Start. Ulala. Oh mein Gott. Okay, nee, es ist sogar eine andere Quest, als ich dachte. Es ist Draco, oder? Heißt der so? Ich weiß es nicht. Da hätte so ein richtig guter Soundeffekt gefehlt irgendwie. So, wir haben sie gesehen, ja. Nachtreiter gesehen. Was müssen wir tun? Doch, es ist doch die Quest. Solche Szenen sollte es öfter geben. Es ist viel spannender. Wieso haben wir nicht mehr so viele Quests mit der GED? Die Tür öffnet sich. Ach, echt? Also, einfach reinreiten. Mal schauen, was da so passiert. Herr Sans. Ja, es mit den Haaren klappt bei ihm nicht so gut. Oh je. Okay, mal schauen, was er zu sagen hat. Der sollte mal bearbeitet werden. Nina und Green Tea. Ich hab mir schon gedacht, dass ihr kommen würdet. Ach, ehrlich? Bla bla bla. Ja, du weißt, wer wir sind. Das ist schön. Das ist schön. Ja, sie haben eine Allianz mit Draco. Das ist schwierig. Heute wird er seinem Schöpfer gegenübertreten. Heute nicht. Jetzt bin ich doch ein bisschen gespannt. Und auch Justin ist ja noch nicht zurück. Aber schauen wir mal. Ach. Wir haben jetzt einfach einen Plan mit ihm zusammen. Seht ihr das? Wie einfach werde großgeschrieben ist. Ich werde dich vernichten. Kurzzeitig sind wir jetzt aber mal Freunde, kurz. Oha, das ist ja echt positiv. Eines Tages werden wir unsere Differenzen beilegen können, aber noch ist es nicht so weit. Heute ist Justins Tag. Oh, also irgendwie ist es ihm doch wichtig. Es regnet in... Ernsthaft jetzt? Also auf der GED-Insel läuft so einiges schief. Es regnet einfach drinne. Aber wir müssen jetzt erstmal irgendwie kurz Justin hier rausholen und retten. Wo ist denn der Gute? Hier? Ah. Oh no! Justin, das ist nicht so gut. Ich würde da nicht stehen an deiner Stelle. Oh. Aber ihm sind die Geheimratsecken aber auch am Start. Okay, dann gehen wir ihn mal retten. Die GED-Mitarbeiter rennen halt auch schon so lustig, oder? Jetzt mal ehrlich. Wie viele noch? Wir sind auch echt unauffällig so hinter den Kisten. Uns läuft die Zeit davon und deshalb rennen wir da jetzt einfach runter. Okay, okay, okay. Mal schauen. Nicht so gut irgendwie, wenn da alles blockiert ist voller GED-Arbeiter. Darkcore. Das ist... Habe ich die ganze Zeit GED gesagt? Ich meinte Darkcore die ganze Zeit. Upsi. Ziel. Schmiede einen Plan. Okay. Was geht jetzt ab? Was? Wie aggressiv. Lasst sie nicht an den Nachkommen heran. Was macht er jetzt? Oh. Okay, das ist schon wild, ganz ehrlich. Justin, nein, jetzt fällt er so in Slow Motion. Nina! Green Tea! Okay. Okay, wir bleiben jetzt ernst. Wir sliden einfach nach draußen. Whee! RIP an uns. Nein, das Fliegen funktioniert nicht. Es ist obacked. Wieso? Es ist eigentlich so eine schöne Szene. Unsere Flügel sind nicht da und wir buggen einfach durch den Himmel. Oh Gott, aber Herr Sans ist doch eigentlich netter. Ey, das ist so eine epische Szene und SSO hat es mit seinen Bugs einfach so weit gebracht.
dass wir maximal durch die Luft backen. Applaus, SSO. Das war... Wow. Richtig magisch. Egal. Wir haben zumindest einen neuen Fail für ein Fail-Video. Durch die ganzen Bugs kann ich da, glaube ich, echt eins füllen. Ja, da kommt noch ein GED-Mitarbeiter gerannt. Was macht er? Ah, ja, da kommst du jetzt halt nicht drüber, ne? Ja, ja. Echt krass, dass wir da durch die Luft gebackt sind. Rufverbesserung. Und wir fahren zurück mit dem Boot. Aber ich glaube, Justin wollte gar nicht mit. So war es nämlich. Wir sind angekommen und diese Musik im Hintergrund ist so cool. Wartet mal. Ich glaube, so wollten wir nicht ankommen. Eventuell sind wir auf einem Stein gekentert. Uff, Titanic 2.0 einfach. Oh nein, okay. Justin, wir haben es geschafft. Was für ein Abenteuer, das war verrückt. Danke für die Hilfe. Ach so, er ist da. Ich dachte, er wollte nicht zurück. Er wollte doch zurück. Ich glaube, jetzt wird er normal. Aber er wird für immer so aussehen, oder? Egal. Ich denke, wir bringen ihn jetzt mal zurück nach Moorland. Zumindest denke ich, dass das unser Ziel ist. Oder? Oh, die Dino-Tal-Musik. Wo war sie nur? Genießt einfach ganz kurz den Moment, diese Musik. Ich liebe diese Musik. Boah, okay. Justin hat vermutlich recht. Wir befragen ihn ein andermal. Ja, möglicherweise haben wir jetzt auch schon einen Rufblocker. Nicht einen Rufblocker, sondern eine Uhr. Oder noch nicht? Ah, oh, die Schabracke bekommen wir da und richtig schön viel XP. Dann können wir jetzt einfach nach Hause reiten. Das machen wir doch jetzt. So, aber zuerst noch ein schönes Bild. Das ist doch echt nett, oder? Mit dem Justin da hinten drauf und dem gekenterten Schiff. Natürlich machen wir Abholservice, denn ich bin zu faul, zurückzureiten. So, und Justin kommt jetzt endlich wieder nach Hause zu seinem Vater, Thomas. Justin, mein lieber Sohn, ich bin ja so froh, dich wiederzusehen. Ich war so traurig, so besorgt. Nee, es ist wirklich traurig. Aber ich muss sagen, die Emotionalität der Geschichte ist verloren gegangen. Einfach durch diesen Bug. Wie wir durch die Luft gebackt sind. Das ist... Ach, spannend. So, Justin. Das war's jetzt mit unserer Story-Quest. Wir schauen mal, wo es weitergeht. Beim Silverglade Landgut. Okay, ist doch schön. Da können wir Apple-Service machen. So, und hier sind wir jetzt auch schon wieder zurück beim Silverglade Landgut. Zwischenzeitlich habe ich tatsächlich für meinen Zweitkanal ein Video fertig gemacht. Also es ist irgendwie echt viel Zeit vergangen, bin ich ganz ehrlich zu euch. Aber wir machen noch ein ganz kleines bisschen weiter mit dieser wunderbaren Story-Quest hier. Warte mal. Leute, es kann doch nicht... SSO. Wieso ist gerade momentan alles verbuggt? Wir haben zwei Alex... Zwei Lindas ineinander? Oh mein Gott. SSO, was macht ihr? Ich glaube, die müssen ganz, ganz, ganz dringend mal die Story-Quest neu überarbeiten, weil das ist schon schwierig, eher grenzwertig. Wo muss ich denn jetzt hin? Hätte ich mal lesen sollen. Reite zu den Moorlandstellen, um Justin abzuholen. Okay, wir dürfen gleich wieder zurück und fahren natürlich Anhänger, weil motivationslos. Ach so, und wir können jetzt endlich ein Level-Up machen. Das ist noch besser. Sind wir endlich Level 7. Und ich sollte mein Anfi jetzt echt mal ausleveln. Und mich stört, dass es nicht alles tragen kann. Eigentlich mag ich das Modell. Justin, wo bist du jetzt? Okay. Seltsam. Weder Justin noch sein Vater Thomas scheinen hier zu sein. Offensichtlich nicht. Mal gucken. Also ich habe keine Ahnung mehr, was mit der Quest kommt. Ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Aber ich schalte euch wieder zu, wenn es spannend wird. Nicht spannend, aber kleine Beschwerde. Man muss jetzt einfach Leute fragen hier im Moorlandstall. Und ich hasse es. Das sind diese Rumreiten und Draufklicken-Quests. Oh. Oh, da weiß aber jemand was. Leute, ich finde einfach nicht die Person, die was sagt. Also... Ich weiß nicht, zu wem ich reiten muss. Jetzt wirklich nicht. Ich
ich habe auch überhaupt gar kein Ausrufezeichen in grün. Da sollte eigentlich jemand sein, aber da ist einfach keiner. Ich habe das Gefühl, es sollte Loretta sein und Loretta ist aber leider nicht hier. Sie ist irgendwo. Guck, da ist die unbeendete Quest, aber was soll ich denn jetzt tun? Wo muss ich hin? Oh, okay, also definitiv sind die Story-Quests nicht mehr so ganz gut spielbar. Muss auf jeden Fall eigentlich ein bisschen gefixt werden alles. Leider finde ich die Quest nicht. Also ich weiß nicht, wo es weitergeht und auch hier steht nichts. Bla 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 bla. Ja, und dann haben wir mit irgendjemandem gesprochen und dann weiß ich nicht mehr weiter. Okay, Leute, diese Questfolge war zwar irgendwie gut, weil wir haben ein paar XP bekommen, aber es war definitiv ein Fail, weil hier ist alles verbuggt und ich habe jetzt echt eine Weile geschaut, aber hier ist einfach nichts und niemand. Also was soll ich tun? Ich kann nichts tun und dementsprechend müssen wir jetzt leider die Questfolge doch schon beenden. Aber es wird auf jeden Fall weitergehen. Ich werde den Support anschreiben oder vielleicht findet ihr auch eine Lösung und könnt mir in die Kommentare schreiben, wieso ich diese Quest nicht sehe, weil hier ist nicht mal ein Ausrufezeichen. Keine Ahnung, Leute. Ich hoffe, ich finde eine Lösung. Ansonsten muss ich für immer auf Level 16 bleiben. Einen schönen Abend wünsche ich euch noch oder morgen oder Mittag, wenn ihr das Video schaut. Und dann würde ich sagen, hoffentlich bis zum nächsten Mal.